Nie hat Rapid eine italienische Mannschaft ausschalten können, aber noch nie hat Rapid auch eine deutsche Mannschaft ausschalten können, bis zuletzt 1860 München kam. Also vielleicht können die Rapidler wieder über sich hinauswachsen und eine weitere Sensation schaffen. Insgesamt haben die Rapidler 3 Gegner eliminieren müssen, um heute dieses Spiel gegen Lazio Rom austragen zu dürfen. Andi Felber hat sich mit Rapid-Kapitän Peter Schöttl in die ORF-Schneideräume begeben und dort den bisherigen Erfolgslauf Revue passieren lassen. Schöttl, probier's, jawohl, und Tor, bravo Peter Schöttl. Das war für mich bis jetzt das Schönste, um über eine Stunde lang kaum was entgegenzusetzen hatten. Doch dann kam Thomas Zingler. Ein Tor, das wäre jetzt was. Und da ist es, das Tor, auf das der Rapid-Anhang, auf das Rapid, auf alle so gewartet haben. Und wer hat es geköpfelt? Thomas Zingler, der für Peter Stöger ins Spiel genommen wurde. Zuvor grün-weiße Verwirrung in München. Nach 6 Minuten 0:1. Nach 23 Minuten und Ausschluss Hieden sogar 0:2. Auch Bürk sieht noch rot. Doch am Ende jubelt grün-weiß. Bis auf Peter Stöger. Nach dem München-Spiel wird Stöger von Rapid suspendiert. Ja, und heute wartet also die Klassemannschaft von Lazio Rom. Anne von Lazio Rom. Das Unternehmen UEFA Cup beginnt für Lazio in Portugal mit einem deutlichen 4:0 Erfolg bei Vitória Guimarães. Die Tore der italienischen Teamspieler Casiraghi, Fusea und Nesta und des tschechischen Teamspielers Nedved fallen alle nach der Pause. Mit Casiraghi, Signori, Mancini und dem kranken Alen Boksic verfügt Lazio über 4 europäische Klassestürmer. Der Klub bevorzugt das Angriffsspiel. Und wir werden ihn fragen, welche Lazio-Mannschaft wir sehen werden, eine vorsichtig beginnende, eine Offensive. Mister, che squadra di Lazio si vedrà? Una squadra che comincia un po' prudentemente o che cercherà piena di gioia, piena di volontà di giocare, di attaccare? No, tentiamo di attaccare, tentiamo di giocare come si deve fare. Mi auguro che non abbiamo paura, che abbiamo il coraggio di attaccare. Er sagt, wir werden keine vorsichtige Lazio-Mannschaft sehen. Er hofft, dass seine Mannschaft sich traut, den Mut aufbringt, hier anzugreifen, was auch dem Stil der Mannschaft besser liegt. Manca Piero Negro nella formazione. Ci poteva dire il perché? Es fehlt Negro in der Aufstellung. Warum? Ma noi abbiamo tanti difensori. Negro sta giocando bene, però ho scelto Pancaro oggi. Anche Pancaro è in grande forma. Auch wenn er in guter Form ist, sagt Lars-Göran Eriksen, sitzt er auf der Bank, starke Bank, das ist immer wichtig in einem solchen Spiel. Grazie mille in Boccalupo. Wir danken Lars-Göran Eriksen und zurück zum Christian. Ja, hier im Stadion wird ganz bitter. Sie ist natürlich, wenn solche Umstände wie bei Ihnen eingetreten sind, weil der Ausschluss gegen 1860 München war ja mehr als fragend. Ja, gut, UEFA hat so entschieden. Ich weiß nicht, ob Sie das Video gesehen haben. Ich kann leider nichts sagen, ich muss akzeptieren. Leider sind es 2 Spiele, wenn es 3 gewesen wäre, hätten wir keinen Einspruch machen, aber es sind leider 2 geworden und man kann jetzt leider nicht so. Ich hoffe, dass die Mannschaft jetzt das macht, dass ich bei der nächsten Runde dabei bin. Ein bisschen mit den Kollegen geplaudert, Stimmung eingefangen? Ja, na, gut, wir haben heute Vormittag trainiert und die Stimmung ist sehr gut. Jeder hat seine Aufgabe bekommen. Ich hoffe jetzt, dass das, was der Trainer gesagt hat, dass sie das Spiel verzeihen. Danke Markus Bürk, und Sie sind sicherlich auch schon ein bisschen nervös, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich weiß halt, wie das ist, und jetzt werden wir schauen, jetzt werden wir aufhören, die Mannschaft. Gut, tun wir gemeinsam Daumen drücken. Danke Markus Bürk. Und einen anderen Spieler, der heute zuschauen muss, den hat jetzt Andreas Felber vor dem Mikrofon. Hier bei mir steht der Andreas Herrer. Anita, Herr Bürk ist schon ziemlich nervös. Wie nervös sind Sie eigentlich? Nein, ich bin eigentlich nicht so nervös. Heute einiges drinnen. Stichwort Sammy Ibur. Wird er sich heute zusammenreißen oder kann es wieder passieren, dass er rot? Der Mann, der auch von Sampdoria gekommen ist, genauso wie der Coach von Lazio Rom, nämlich Sven-Göran Eriksson. An die 5000, weil wir es gerade im Bild haben, italienische Schlachtenbummler sind hierher nach Wien gekommen mit Autobussen, Privatfahrzeugen. Es gibt ja in Wien, das ist ganz interessant, sogar einen eigenen Lazio-Fanclub, den ein Österreicher inszeniert hat mit 41 Mitgliedern. Und Lazio-Fanclubs unter anderem gibt es ja auch in Moskau, New York und
dann auch noch in München. So, und jetzt sind wir natürlich gespannt, was dieses Spiel bringen wird. Gehen wir mal zur Aufstellung von Rapid. Sie wissen ja, Rapid zum ersten Mal heuer im Europacup ohne Peter Stöger, der wartet, ob sein Transfer zum LASK klappen wird. Auch ohne die Langzeitverletzten Andi Herauf, den wir im Interview gesehen haben, René Wagner, dem es schon ganz gut geht. Genauso wie Patrick Jovanovic, der ebenfalls schon leicht trainiert. Gesperrt ist Pürk, den haben wir auch vorher gesehen, 2 Spiele, Jieden ein Spiel und Martin Braun, der deutsche Legionär, 1 Spiel gesperrt. Das heißt, eigentlich spielt Rapid hier mit dem letzten Satz. Bitte jetzt auch aus österreichischer Sicht den Rapidlern die Daumen zu drücken, das sollten nicht nur die Rapid-Fans tun, denn es geht ja auch um UEFA-Punkte und die nützen jeder österreichischen Mannschaft, die im nächsten Jahr in der Champions League oder in den anderen Europacup-Bewerben engagiert ist. Ein Wort noch zu den Italienern. Eine Supertruppe, die hier zusammengekauft wurde. Präsident Dino Zoff, aber der Geldgeber ist Sergio Graniotti, ein reicher Lebensmittelindustrieller, der in den letzten 5 Jahren über 1 Milliarde Schilling in die Mannschaft gesteckt hat. Die Superstars wie Boxic, Jugovic von Juventus geholt hat, der Mancini geholt hat, der ein Star-Ensemble aufgehäuft hat, das an die Stärke von Juventus herankommt. Aber Stärken können auch Schwächen sein und so hat sich diese Truppe, die in der Meisterschaft momentan an 5. Stelle liegt, irgendwie auch als launische Diva erwiesen. Prächtiger Beginn in der Meisterschaft, im UEFA-Pokal mit klaren Siegen über Guimarães und Volgograd und dann Einbruch fast im Cup nach einem 4:0 gegen Napoli, 0:3. Da waren die österreichischen Beobachter Feurer und Dokubic schon dabei und zum Schluss in der Meisterschaft gegen Piacenza auswärts nur ein 0:0. Auch die Verletzten- und Krankenliste ist größer geworden. Jugovic hat eine leichte Zerrung. Negro war an Grippe erkrankt, deshalb auch heute nicht vom Anpfiff an aufgestellt. Und dieser Mann, den Sie hier im Bild haben, ein erfahrener Schiedsrichter aus Portugal, wird das Spiel leiten. Kompletter Name, Victor Manuel Malo Pereira aus Lissabon, 40 Jahre alt, ein Brillenträger. Heute trägt er Kontaktlinsen, ich hoffe, er wird gut sehen. Er ist doch ein sehr routinierter Mann, der Französisch und Englisch perfekt spricht. Er wird sich also mit den Spielern gut verständigen können. An den Linien seine ebenfalls mit malerischen Namen ausgestatteten Assistenten Carlos Manuel Ferreira de Matos, José Manuel Silva Cardinal der andere. Wichtig, das haben wir in den letzten Spielen bemerkt, sind auch UEFA-Delegierte und Schiedsrichterbeobachter. Der Schiedsrichterbeobachter ist Monsieur Quignoux aus Frankreich, Sie kennen ihn, ein ehemaliger, ganz hervorragender FIFA-Schiedsrichter und ein Irre. Er hat in der Champions League unter anderem Wolfgang Feiersinger das Spiel Borussia Dortmund gegen Sparta Prag, das 4:1 geleitet, dann im UEFA-Pokal Straßburg gegen Liverpool 3:0 und auch in der WM-Qualifikation war er tätig bei Belgien, Wales 3:2 und Ungarn, Jugoslawien, Sie erinnern sich vielleicht, das 1:7. Ein sehr konditionsstarker Mann, sehr streng, der sich auch nicht scheut, einmal gegen den Heimverein zu entscheiden. Man wird ja sehen, wie er hier jetzt pfeifen wird. Kann wichtig sein, wie es die letzten Spiele ja vom Rapid gegen 1860 gezeigt hat. Das Blau-Weiß könnte ein gutes Omen sein gegen 1860, die auch blau-weißes Club war, man ist man weitergekommen. Vielleicht gelingt die Sensation auch heute und deshalb noch einmal Daumen drücken. Lazio ist vielleicht nicht mit so viel Titeln ausgestattet wie Rapid. Man war nur einmal Meister 1974, damals noch mit Ginaglia, der später dann mit Pelé und Beckenbauer in New York gespielt hat. Man war einmal Cupsieger 1958. Dann ist man abgestiegen, Herbert Prohaska hat es ja schon angesprochen, Wettskandal, Spielerskandal in Italien, man musste hinunter, ist dann wieder aufgestiegen nach 8 Jahren, 2. Division 1988 und seitdem hat die Mannschaft zu einem Höhenflug angesetzt. Und jetzt zur Mannschaft von Rapid, die Sie hier sehen, Jerkan Radajcik, Michi Wagner, Samuel Ibua, Oliver Freund, der statt Martin Braun in die Mannschaft gekommen ist, und Christian Prosenik, der noch ein Hühnchen mit Casiraghi zu rupfen hat, denn 1994 hat die Wiener Austria 0:4 verloren. Hier die ersten beiden Tore hat Casiraghi geschossen. Dann wird die Kapitäne. Mit
Peter Schöttler ist im Gespräch mit Ferreira. Auf der anderen Seite Kapitän mit der Nummer 5. Das ist Giuseppe Favalli, der an der linken Seite der Viererkette spielen wird. Ein 25-jähriger, sehr attraktiver Verteidiger, sehr konsequent, der von Cremonese 1992 zu Lazio Rom gestoßen ist. Er hat im UEFA Cup hervorragend gespielt. Und wir werden sehen, was die Taktik von Trainer Tocopin bringt. Die Manndecker werden ihre Gegner, also Casiraghi und Mancini, im Raum übergeben. Das gleiche gilt im Mittelfeld, wobei aber im Mittelfeld die Mittelfeldspieler von Rapid ganz bestimmte Aufgaben zugeteilt bekommen haben. Ernst Tocopil wollte es nicht ganz verraten, aber ich glaube, wir werden es im Verlauf des Spieles sehen, wer da auf wen angesetzt ist. Die Impulse bei den Italienern können also vor allem von den Sturmspitzen ausgehen. Auch Alessandro Nesta, der 21-jährige Innenverteidiger, gefürchteter Weitschütze. Also da wird man aufpassen müssen. So, Spiel hat begonnen. Ibua, erste Ballberührung. Out, und zwar für Rapid. Den Ball wollte sich Diego Fuser holen. Also geworden. Sie haben besser gespielt, sie haben mehr Ballbesitz gehabt und wie man sieht, sie haben wieder schnell gespielt und den hat dann Reimann leider nicht zum Fassen bekommen. Hat so ausgesehen, als hätte er ihn schon. Ja, er hat ihn schon mal gehabt, aber leider ist ihm ausgekommen wieder. Und so ein klassischer Stürmer wie der Casiraghi, der nützt diese Chance. Für einen jungen Torhüter natürlich ein besonders großes Spiel und da fehlt ihm vielleicht noch ein bisschen die Routine. Kann ja, so sicher, sagen. Er ist noch ein junger Spieler, aber trotzdem, er hat vorher super gehalten, er hat alles gehabt, alle. Und ja, solche Sachen passieren leider, aber es hätte halt kein Tor sein müssen. Bitter, dass es so gefallen ist. War gar nicht so leicht auch für den Casiraghi aus diesem Winkel. Es war ein spitzer Winkel, aber dann wäre er ideal getroffen. Klasse Mann, lässt sich diese Chance nicht entgehen. Ja, Arnold Vettel, was kann jetzt der Ernst Tocopil machen? Was können wir machen? Wir werden sicher, wir müssen einfach schneller nach vorne spielen, so wie es die Römer zeigen. Sie spielen sehr schnell in die Spitzen und das müssen wir auch versuchen. Und das Mittelfeld muss nachrücken und viel schneller. Und ich glaube, nur dadurch können wir. Dann haben wir die italienischen Fans. Die 5000 sind hierher gekommen, in einem eigenen Sektor untergebracht. Gestern hat es, weil sie nicht zum Training gelassen wurden, eine Rauferei auf den Rängen gegeben. Die haben sich da hineingeschummelt und wurden dann wieder aus dem Stadion hinaus befördert. War vielleicht ein bisschen ungeschickt, denn normalerweise lässt man ausländische Fans beim Training zuschauen, beim Abschlusstraining im Stadion. Gut gespielt von Radajcik, wie immer gegen zwei Mann. Nicht, was genau da los war, aber halten oder irgendwas hat Pereira gegeben oder Handspiel, absichtliches. Hab von hier oben nicht ganz genau erkennen können. Und nach der gelben Karte für Oliver Freund muss er natürlich gelb-rot geben, aber es war auch angeschossen, wie diese Szene zeigt. Keine Absicht dabei, aber die Hand geht zum Ball. Wir haben ein ähnliches Bild gesehen beim Spiel der Wiener Austria von Herbert Gager gegen Sturm. Auch da ging der Ball unabsichtlich aber an die Hand, aber die Hand zum Ball. Und die beruhigende Geste von Ernst Tocopil sagt alles. Jetzt wird es natürlich doppelt schwer. Ja, und jetzt kann man nur noch Daumen halten. Rapid in numerischer Unterlegenheit ab der 57. Minute. Freund ausgeschlossen. Ja, si, Signor Mancini. Offside. Keine Frage. Ja, da sieht man es ganz genau. Na, jetzt wird es schwer für Rapid. Jetzt wird es ganz schwer. Jetzt geht es doppelt Daumen halten. Jetzt muss das Publikum auch noch mehr hinter der Mannschaft stehen hier, um den 10 Leuten da unten Kraft zu geben. Naja, was macht hier überhaupt nichts, im Gegenteil. Der Italiener hält stumpf und der Schiedsrichter gibt Ball gegen Rapid.
Möglicherweise hat in den Augen von Schiedsrichter Pereira Lazio mehr Reputation. Der macht die guten Chancen, die sie nützen. Und jetzt ist es passiert. Wieder hat die Rapid-Abwehr nicht aufgepasst. Auf Offside gespielt, einer, ich glaube es war Schöttl, ist hinten geblieben. Und die zweite Sturmspitze von Lazio, nämlich Mancini, schießt jetzt das 0:2. Schauen wir auf die Minute. 62. Minute, 0:2. Jetzt wird es haarig für Rapid. Da ist wieder Schöttl hinten gestanden, Jerkan war aufgerückt. Mancini auf gleicher Höhe, Offside möchte ich nicht sagen, dass er war. Und dort natürlich gegen diesen routinierten Goalgetter und routinierten Spieler. Hedel keine Chance. In der ersten, zweiten Minute konnte er noch mit Fußabwehr retten, hier war es nicht mehr möglich. 0:2 in der 62. Minute, Mancini. Und jetzt muss Rapid aufpassen, dass man nicht schon im Heimspiel in dein Debakel schlittert. Aber ich muss eines sagen, auslösend für dieses Tor war die Fehlentscheidung bei der Attacke von Stumpf an seinem italienischen Gegenspieler. Eine glatte Fehlentscheidung von Schiedsrichter Pereira. Mancini offside, es geht weiter. Auch jetzt geht es weiter. Jetzt lässt er dieses Handspiel von Prosenik ungeahndet. Müsste eigentlich auch gelb geben, wenn er Oliver Freund mit gelb-rot ausschließt dafür. Gut, eines muss man sagen, das macht es nicht aus, dass Rapid hier im Nachteil ist. Aber es macht doch ein bisschen traurig. Prosenik. Foul jetzt. Taktisches Foul von Mancini. Und jetzt muss der auch vom Platz, denn er hat bereits gelb. So. Ja, er macht's. Jetzt ist alles wieder gleich. Ja, die Europacup-Spiele von Rapid ähneln einander. Durchwegs rote Karten in den letzten zwei Spielen und auch jetzt für den italienischen Star gelb-rot und damit wird er sicher gesperrt sein fürs nächste, vielleicht auch fürs übernächste Spiel. Da hat er ganz geschickt das Bein stehen lassen. Prosenik nimmt den Ball sehr schön mit. Schauen Sie, steigt Prosenik hinten in den Lauf, der muss natürlich stürzen. Gelbe Karte, gelb-rot, klare Entscheidung, auch wenn Mancini hier protestiert. So, jetzt ist alles wieder gleich, jetzt schauen die Chancen schon wieder ein bisschen besser aus. Und jetzt meldet sich auch wieder das Publikum. Ja, der schimpft natürlich jetzt, ist klar. Und wir haben eine Freistoßmöglichkeit aus der Sicht der Grün-Weißen. Radajcik, der einen Bombenschuss hat und Michael Wagner am Ball. In der Mauer Ipua. Guter Freistoß knapp drüber von Michael Wagner. Also, jetzt ist wieder alles ausgeglichen, zumindest was die numerische Besetzung bei der Mannschaften betrifft. Ipua drängt hier die Mauer weg, da hätte er Freistoß geben können für Rapid, gegen Rapid. Aber leider der Freistoß von Wagner, Sie sehen es ja, drüber. Jetzt könnte Rapid selbstvertrauensknapp ausgeschieden, 73-74, 0-0 daheim und 0:2 auswärts. Dann erinnern wir uns noch 90-91, Rapid gegen Inter, 2:1 hier. Dann 1:3 auswärts, in der Verlängerung, in numerischer Unterlegenheit. Tapfer gespielt, da hat er die Herzog noch bei Rapid gespielt. Legt sich hier auf den Ball. Jetzt brechen gleich die letzten 5 Minuten an. Aus dem Match. Es wird jetzt nicht mehr viel anbrennen aus der Sicht von Lazio Rom, der Blau-Weißen. Diesmal hat die gegnerische Clubfarbe Blau-Weiß Rapid kein Glück gebracht, im Gegenteil. Ein bisschen er hat mir versprochen, dass er zu uns in die Kabine kommen wird, um ein bisschen rot. Um das zu wiederholen, Freund und gleich darauf auch Mancini. Er wird im Rückspiel fehlen. Vielleicht kommt dann der dreifache italienische Torschützenkönig Signori zum Einsatz. Vielleicht aber auch Alain Boksic, der kroatische Teamspieler. Da hat der italienische Coach, der Schwede Sven-Göran Eriksson, die Qual der Wahl. Er kann aus 11 Teamspielern aus 5 verschiedenen Ländern wählen. Er hat ein Star-Ensemble zur Verfügung.
und möglicherweise, dass sich wahrscheinlich, dass sich Rapid in Italien vom Europacup, dem UEFA-Pokal, dem Achtelfinale verabschieden muss. Aber sowas ist immer erst aus, nachdem auch die zweiten 90 Minuten vorbei sind. Schöne versöhnliche Gäste haben wir hier kurz gesehen von Samuel Ipua, Favalli und Casiraghi hier. Auch das Shaken dieser beiden, die sich ja aus der Zeit von Ipua in der italienischen Premier League kennen. Für uns ein bisschen traurig, auch aus österreichischer Sicht. Es gehen uns hier wertvolle UEFA-Punkte verloren. Es wäre schön gewesen, hätte Rapid hier gewinnen können. Es war nicht der Fall. Man muss neidlos anerkennen, verloren gegen eine überaus starke Mannschaft. Jetzt ist natürlich auch der letzte Vertreter auf dem Weg zum Aus, der letzte österreichische Vertreter in einem Europapokal im Frühjahr. Ja, wenn in Rom nicht ein Wunder geschieht, werden wir uns nicht mehr an österreichischer Europakost freuen können, sondern an der internationalen Kost, vor allem in der Champions League, die wir ja nach wie vor für Sie übertragen. Ich hoffe, meine Kollegen sind dann bald so weit, dass wir unten Gesprächspartner haben. Und ich gebe mal hinunter zu meinem Kollegen Manfred Gabriele. Ja, wir haben den Pierluigi Casiraghi vor dem Mikrofon. Pierluigi, uomo dei gol decisivi, come era la partita? Es ist der Mann der entscheidenden Tore, hat das 1-0 geschossen. Was sagt er jetzt zum Spiel? Ah, era difficile perché abbiamo incontrato una squadra molto forte fisicamente, con delle buone individualità, però siamo stati bravi a non solo a difenderci ma a attaccare, abbiamo avuto diverse occasioni. Abbiamo fatto due gol, abbiamo preso un palo, quindi direi che meglio di così non poteva andare. Casiraghi sagt, macht Komplimente Rapid, sagt, wir sind auf eine körperlich vor allem sehr starke Mannschaft getroffen, aber wir haben gewusst zu dosieren, sowohl in der Verteidigung als auch für den Angriff was zu tun. Man hat zwei Tore geschossen, er ist rundum zufrieden. Per la partita a casa vostra, nello Stadio Olimpico di Roma, also für das Auswärtsspiel von Rapid, für das Heimspiel von Lazio in Rom, c'è qualche rischio, c'è qualche pericolo ultimo, gibt es da noch eine letzte Gefahr für ihn, für Lazio? Il rischio adesso credo sia soltanto nostro, nel senso che sta solo a noi fare una buona partita, non fare come abbiamo fatto in Coppa Italia, una partita vinta 4-0, al ritorno abbiamo sofferto, quindi credo dipenda solo dalla Lazio. Grazie mille, Pierluigi Casiraghi, in bocca al lupo. Grazie. Casiraghi sagt zum Abschluss, es liegt nur mehr an Lazio, das ist die einzige Gefahr, nicht so zu spielen wie zuletzt im Cup, wo wir 4-0 zuerst auswärts gewonnen haben, dann 0-3 verloren haben und sehr viel gelitten haben. Das Risiko liegt jetzt ausschließlich bei Lazio und damit zurück zu Peter Elsner. Danke dem Manfred Gabriele, der aus Innsbruck zu uns gekommen ist, der perfekt Italienisch spricht und auch mit Casiraghi, der wirklich ein Meister ist, dieses Interview geliefert hat. Die Lazio-Fans, die hergekommen sind, dürfen sich natürlich freuen. Die Mannschaft auf dem besten Weg in die nächste Runde des UEFA-Pokals. Und ich glaube, der Andi Felber hat auch schon einen Gesprächspartner. Ja, bei mir ist Christian Prosenik. Christian, worin lag diese immense Stärke von Lazio Rom? Ja, es ist eindeutig eine Spitzenmannschaft in Europa. Aber im Grunde, erste Halbzeit haben wir recht gut mitgespielt. Dann haben wir ein dummes Tor bekommen und dann ist sehr viel zusammengebrochen. Wir haben nie so richtig ins Spiel reingefunden. Nicht an die Stange gewesen, gegangen wäre. Was hätte es für den Spielverlauf bedeutet? Gut, ich meine, zu Nachhinein nicht so leicht zu sagen, aber wie gesagt, also es war eine sehr, sehr riesen Chance und normalerweise mache ich so einen Ball rein, aber wie gesagt, ein bisschen zu hoch geschossen und der Ball ist leider auf die Latte gegangen und nicht hinein. Wie schwierig war es für Sie als Stürmer heute, sich in diese italienischen Abwehrreihen durchzusetzen? Ja, man weiß, also Lazio ist überhaupt eine sehr, sehr gute Mannschaft. Ich meine, aber ich trotzdem sagen muss, ich glaube, erste Halbzeit ist gar nicht so schlecht gegangen. Vor allem durch den Kopfball haben wir einige erwischt gehabt. Und wie gesagt, also mir tut es leid, dass ich in den Ball nicht reingehaut habe, aber jetzt kann man nichts mehr ändern. Sie haben, sage ich mal, vis-à-vis vom Sammy Ipua gespielt, hat wieder ein paar unnötige Aktionen gemacht. Kann man das aus ihm nicht heraustreiben? Ja gut, ich meine, die italienischen Verteidiger sind auch nicht die Feinsten. Sie arbeiten auch mit allen Mitteln und da muss man sich den Stürmer auch ein bisschen wehren. Danke Christian und zurück zum anderen Christian, zu Christian Nehiber. Ja, aber gleich wieder zurück zum ersten Christian, der Christus nicht gegeben wurde. Na, viel mehr ist passiert. Es wurde Freistoß für die Römer gegeben. Ganz Dokopil. Ja, das ist eine von den komischen Entscheidungen, die der Schiedsrichter getroffen hat. Vor allem eine komische Entscheidung mit Folgen. Ja, so ist es. Kaum eine Minute später